heute Abend Livestream. Kommt unbedingt vorbei. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video wieder mit dabei. Hey, mit dabei ist mein Lieblingsfreund Capoeira Tobias. Au, yeah. Wir haben uns ja im gestrigen Video ein wenig darüber Gedanken gemacht, was man noch so mit Loot Lake anstellen könnte. Und dabei ist Folgendes passiert. Aber was? LOL! Wenn man eine Rakete auf den Boden schießt bei Loot Lake, fliegt die nach oben. Echt? Ja! Hey Digga, damit, Tobi, damit können wir einen Spielmodus machen. Ey, guck mal, wir können auf den Boden schießen und dann müssen wir im Himmel damit irgendwas zerstören. Alter. Okay, Leute, der ist jetzt safe, der Spielmodus. Meine Idee. Ja, Thomas, wenn du das jetzt richtig reingeschnitten hast, mein Freund, dann habt ihr gerade gesehen, Leute, dass ich gesagt habe, hey, meine Videoidee, stopp, das klaut mir keiner. Und deshalb spielen wir jetzt eine Runde. Keine Ahnung, wie es heißt, aber die Idee ist ganz cool, Modus. Hier bitte beliebigen Titel einfügen, den ich dann später noch erarbeitet habe. Wir brauchen auf jeden Fall nur eine Sache, und zwar einen Raketenwerfer und eine Menge Stahl, denn Stahl ist ja das einzige Material, durch das man nicht durchschauen kann. Deshalb würde ich sagen, landen Tom und ich jetzt erstmal in der größten Stadt neben Tilted. Tilted, also wir landen in Tilted, ja! Tilted Towers, Leute! Es gibt wieder... Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ah, ne, warte mal. Ja, okay, ich hole hier oben das Lama, weil da sind schon mal sehr viele Raketen. Tobi? Tobi, ja. Seit wann hast du Kinder? Also, Alter, ich mache Spider-Man. Alter, geil, okay, dann such schon mal. Okay, Tobi, ich bin echt... Tobi, Hilfe. entspann dich, such einfach einen Raketenwerfer. Also Leute, pass auf, Folgendes wird es passieren. Ich baue jetzt hier oben eine richtig fette Fläche aus Stahl. Tobi muss dann oben sich auf der Fläche aufhalten und ich werde von unten meine Rakete gegenbouncen. Die Frage ist halt, wo steht Tobi überhaupt und wie sehr kann ich ihn treffen? Ich denke mal, jeder sollte so 10 Raketen haben. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man halt nicht die Treppe kaputt macht. Deshalb würde ich sagen, dass wir oben eine kleine Markierung setzen, ab wann quasi... das Ganze besteht. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, das fällt jetzt alles wieder zusammen. Ich würde sagen, dass wir einen kleinen Holzrand bauen, den man nicht beschießen darf. Ne? Sonst macht man ja das Ganze kaputt. Und in der Stahl... Ich krieg gleich nicht raus! Tobi, alles in Ordnung? Was, also... Sorry. Was war das Problem jetzt? Wenn ich kurz... Es geht euch nichts an. Es geht uns nichts an? Wir sind deine Zuschauer. Ich sag so, ich habe einen goldenen Automaten gefunden und der goldene Automat hatte keinen Inhalt. Hast du dann? Also, er hatte Inhalt. Oh! Man kriegt da keinen Fallschaden. Haha. Ja, was wir denn? Wir können auch so also notfalls mit einem spielen, ne? Dass einfach einer so erst. Ja, wenn wir andere, damit abwechseln. Ja, das sowieso. Das sowieso, Tobias. Ach das, so. Ne? Ich dachte, jeder ein. Nein, ach Quatsch, du. Aber wir müssen natürlich erstmal einen dafür finden halt. Verbale Kommunikation. Ja, genau, das machen wir gerade. Leute, ich würde sagen, kurzer Schnitt, bis wir dann gleich alles aufgebaut haben, gefunden haben. Bis gleich. Tschuwap. Das war mein Schnittgeräusch. Das macht Tschuwap. Was war das? Mein Schnittgeräusch. Tschuwap. Also, das machst du bitte nicht nochmal. Warum? Ja, weil es gibt... Es, nein, mach hey, nicht. Hey, Chihuahua, Alter, das ist ein voll geiles Schnittgeräusch. Nein, Leute, schreibt es in die nicht. Kommentare und jetzt nein, bis gleich. Nein, du hast einen Schnitt gemacht, du hörst es ja, siehst mehr. Du, wegen dem Schnittgeräusch. Ja, Mann, Alter. Kannst du zwei Stück holen? Ja, ich hol zwei für dich auch ein, ne? Danke, Leute, ihr habt's gehört. Wir haben zwei Rocket Launcher. Also wir zusammen haben Rocket Launcher. Guck mal hier, Tobi, ich hab jetzt schon. Ich hab jetzt bei den ganzen Kisten, die ich gehört habe, bei den ganzen Lamas, habe ich jetzt so viel C4 und so viele Pömpelgranaten gefunden. Weißt du, das ist eine Sache, wofür wir uns gestern den Wolf gesucht haben, ja? Und jetzt. Ich hab den Wolf gesucht gestern, aber ich weiß, wir haben die Pömpelgranaten gesucht. Spaß, finde Sprichwort. Leute, ich würde sagen, auf geht's mit einer wunderschönen Runde von Raketenjagd. So nennen wir das, Raketenjagd, okay? Raketenspiel. Raketenflächenzerstörung. Raketenspleef ist Alter. Ja eigentlich. Ist ja echt eigentlich. Eigentlich ist es geil. Also Leute, ich würde es sagen, Runde Nummer 1, ja? Ich habe 10 Raketen, wie viel hast du? 25. Okay, Tobi, wechsel das Team? Nee. Doch, gut. Immer auf derselben Stelle bleiben? Nee, du kannst, boah, würde ich sagen, okay? 10 Versuche, Digga, habe ich, um dich runterzuschießen. Läuft deine Aufnahme? Ja, die läuft, Digga, ich läuft. Nummer 1, 2, 3 und boop! Oh, man kann ja jetzt sehen, wo du stehst, Digga. Nee, kann man nicht. Ja, Digga, dann kannst du jetzt einfach alles so low schießen. 10 Versuche hast du, ne? Nein, wo titscht das denn hin? Ah! Digga, wo bist du? Ah, hier. Wo sind wir an der Ampelrakete? Ja, Digga, das ist daneben. Hast du schon? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mitgezählt. 5, 6. Ich glaube 6. Das ist jetzt der 6. Die fliegt immer komplett woanders hin. 7. Ah, ne, 8 war schon. Die andere ist auch schon vorbei. So, du hast noch 2 Versuche. Das ist der 9. Oh! Oh nein! Nein! Der letzte Versuch! Soll ich dir was gestehen? Hä? Also ich hab nicht auf den Boden geschossen, sondern direkt oben drauf. Nein, warte! Wir können über alles reden!
Ja, und du nicht? Nee. Gut, ich würde sagen, erste Runde, ja, erste Runde geht an dich, Tobi, komm. Ist aber egal. Du musst jetzt reparieren, du hast die Metz. Ja, ich weiß, ich gehe nach oben, Digga, ich repariere das ganz kurz. Aber du musst auch wirklich auf den Boden bouncen, das ist echt schwierig, Digga, wirklich. Vielleicht kann man es sogar später so machen, dass man halt einen kompletten Parcours damit baut, Leute, und derjenige oben da weglaufen. Oh mein Gott, mit so einem Bounce-Parcours. Leute, wenn ihr das sehen wollt, okay. Wenn ihr das sehen wollt, Leute, dann lasst unbedingt mal ein Däumchen nach oben da. Tobi, du kannst quasi in 3. Noch nicht anfangen. Erstmal bis alles repariert ist hier. Warte, ich markiere mir ganz kurz. Okay, 3, 2, 1 und go. Du kannst. Okay, okay. Und dem. Trifft er. Okay, da bist du schon mal nie. Das weißt du ja gar nicht. Vielleicht habe ich einen unsichtbaren Skin. Nein, gibt's gar nicht. Komm, oh Gott. Nein. Oh Junge, ich bin sowas von da direkt in der Nähe. Ich bin da direkt in der Nähe. Oh Gott, ich bin abgesehen. 2 Stück! Das ist unfair. Du hast eine vorbeigeschossen. 5. Oh. Baby? 6. Bist du nicht in der Nähe? Willst du mich verarschen? Hier bist du. 7. Wenn ich dich einmal sehe, ne, dann habe ich dich instant tot. Ja. 8. Hallo. Du kannst mich gar nicht sehen. Ja! 9. Komm, die muss treffen. Egal. Ich steh auf der kompletten Platte daneben. Ja! 10! Ja! Tobi! Okay, Dicker. Wir brauchen danach auf jeden Fall noch mal ein bisschen ein paar Raketen. Dann können wir nämlich danach noch eine Runde spielen. Boah, das macht echt Bock, ne? Nee. Oh, ich dachte. Mann, ich hab mir so einen coolen Spielmodus ausgedacht und dann sowas. Ich würde sagen, Tobi, danach machen wir nochmal eine Runde, wo wir vielleicht hingehen. Und ich würde sagen, man hat dann 20 Schüsse, wenn derjenige darf sich bewegen. Weißt du, was ich meine? 20 Schüsse? Ja, Mann, das schaffen wir. Das ist echt easy zu finden, Junge. Ja, eigentlich steht es echt noch unentschieden, ne? Okay, theoretisch haben wir es beide nicht geschafft. Ja. Unentschieden. Du hast es zwar mit Schummeln gemacht, aber ich hab's gar nicht geschafft, also unentschieden. Gut, Leute, ich würde sagen, nächste Runde. Jeder hat 20 Schüsse und der Gegner darf sich jetzt oben quasi auf der Fläche komplett frei bewegen, meine Freunde. Wir spielen wieder auf dem Boden, also sprich, es muss hier gebounced werden. Und ich würde sagen, es geht los in 3, 2, 1 und Bowling. 1, 2 und go. Achso, okay, tut mir leid. Und los, geh nach oben. Okay, 3, 2, 1 und go. Alter, ich bin so dumm. Ich hab falsch geschossen, tut mir leid. Okay, ohne Chigi. Oh. Alter, das ist so risky. Aber du darfst nicht die Treppen kaputt schießen. Nicht, dass du es vergisst. Okay. 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 Nein, der geht komplett vorbei. Ja, ich bin natürlich hier unterwegs. Wow! Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich hab's gesagt. Alter, wow. Wo geht der denn hin, wenn ich fragen darf? Ja, komm, Digga, trau dich. Ich trau mich. Warte. Nein, die Treppe! Welche Treppe? Alles gut. Wir haben noch eine andere Treppe. Wir haben extra 2 Treppen. Guck mal, wo ich... Hey, warte. Nein! Wo stehst du? Hä, ich steh auf dem See. Da kann ich besser aimen. Du stehst auf dem See? Ja. Hüpfst du die ganze Zeit hin und her, oder? Ja. Nein, durchs Loch! Oh. Ja! Zack. Alter. Digga, ich stand genau da, wo du gerade getroffen hast. Oh Gott. Geh weg. Hör auf, das ist unfair. Hey, wo sind wir hier? Wo bist du? Oh, oh. Ja, Digga, ich hab... Ich weiß nicht, wo ich stehen kann, ne? Wie viel Schuss hast du noch? Nicht mehr so viel. Wie viel? Sag ich dir nicht. Ich seh dich. Komm schon, triff bitte irgendetwas! Das kann doch nicht sein! Hä? Ich guck mal, wo ich bin. Da. Hey, ich bleib stehen, weil ich Eier hab. Na, hast du mich fast erwischt. Tom, ich hab dich erwischt. Digga, du hast aber nicht auf den See geschossen. Okay, ja, warte, ich geh hoch. Digga, du musst die ganze Fläche neu aufbauen, hast du wirklich genug. Hä? Du hast mich nochmal gekillt. Was? Ich hab dich doppelt gekillt? Hä? Alter, mega Doppelkill-Bug! Okay, das war echt crazy. Das war echt crazy. Wie oft hast du so auf das Ding geschossen, auf die Fläche? Ich glaube 2-mal, muss ich ehrlich gestehen. Nein, du machst auch 2-mal, dann ist fair. Man hat 2 Joker, das habe ich eben vergessen zu sagen. Ach so. Also, deshalb war das schon... Ich bin sicher, dass jetzt nicht gesagt wird, weil... Nee, man hat 2 Joker, Tobi, also das passt schon, das war alles das... Ja, nee, ich verstehe schon. Ne? Bowling Nummer 1 geht los. 2, 1. Ich mach 2-mal mit hingucken. Hast du hingeguckt schon? Ja, als 2-mal hingeguckt, jetzt mache ich wieder mit Ding. Oh mein Gott, so, Digga. Du wirst sehen. Oh mein Gott, Junge. Du bist weg. Ah, du hast durchgeschossen. Nee, oder? Hör, ich hab gerade 3 Stück durchgeschossen. Oh, das war knapp. Das war knapp, sag ich dir. Digga,
Wo bist du? Ah! Oh mein Gott, Alter, das war so close. Echt? Ah! Mir bricht alles um mich herum ein. Wo bist du? Egal, ich bin safe, 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 bitte. Ich hätte mich fast selber umgebracht. Oh! Wo bist du, Alter? Nein! Nein, Alter! Nein! Ey, das war unfair! Hä? Wie bist du nicht gestorben? Ich hab dir C4 ins Gesicht geworfen! Leute, damit hat Tobi heute ausnahmsweise mal eine Runde gewonnen. Das passt schon. Das muss man eben auch mal lassen, Leute. Tobi hat lange nicht mehr gewonnen. Der hat's auf jeden Fall verdient. Leute, wenn ihr wollt, dass wir damit mal einen richtig kranken Parcours bauen mit diesem Bouncen, dann lasst unbedingt mal ein Däumeländer-Öbchen da. Und, oh, was war das schon wieder, Alter? Ich weiß nicht. Ja, war wieder unangenehm. Leute, wenn ihr wieder mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall gerne beim Tobi vorbei. Der macht nämlich auch extrem krass und geile Videos. Also guckt euch definitiv mal an, meiner Kolm. Und damit bin ich heute raus. Genug Explosiv-Shit auf jeden Fall gemacht. Ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Auf deine. Ciao, ciao. Tschüss.